Was ist meine Frau? Was ist denn Scheiße? Waren sie wieder garstig zu dir? Haben sie wieder Jammerlappen und warmer Bruder zu dir gesagt? Oh, das ist nicht nett von ihnen. Komm her, mein Würstchen. Komm zur Frauchen. Komm, sag mir, wer war's? Frauchen geht dann hin und kratzt ihm die Augen aus dem dreckigen Gesicht. Dann wird alles wieder gut. Ach, du Drecksleiter! Ich werde keine Schlägerei. Oh Mann! Feier nur einen Vorschlag, Mann! Und ich weiß auf deine Vorschläge, mein Lieber! Ja, die Figur, die Königin, die redet so, die ist so angelegt. Ich sag ja nur Kinderversion. Ja, eben, Kinder. Entschuldigung, sind keine Babys, okay? Das sind keine Säuglinge, sind keine Frühgeburten, echt jetzt. Hey, den kann man schon was zumuten, was glaubst du, was die da haben wir Also, ich habe nichts dagegen, meine Tochter zu verkaufen. Im Gegenteil. Aber nicht für irgendwelche Schweinereien. Er braucht sie für mein Ferienhaus in Griechenland. Ein Mädchen für alles. Ah! Schön! Dann können wir jetzt über das Finanzielle reden. Entschuldigung? Mit seiner Erlaubnis hierher gekommen, um den Herrn Richter mit einer äußerst importanten Frage zu konfrontieren. Na ja, ja dann bitte, mach schon. Der wird nicht den ganzen Tag für dich Zeit. Liegt es in den juristischen Möglichkeiten, dass ein Kind geschieden werden kann, Herr Richter? Geschieden werden? Von wem? Von seinen gesetzmäßigen Eltern. Eine meiner Freundinnen ist in der unglücklichen Lage, Rabeneltern zu haben, Herr Richter. Aha, was sind das für Leute? Das Öfteren kann man sie nicht anders nennen als Kriminellen. Leute aus dem Untergrund. Einfach Hack. Bärchen? Sag mir lieber, was du nächsten Monat zu deinem Geschäftsjubiläum haben möchtest. Ich brauch nichts. Natürlich brauchst du nichts, aber ist doch auch nicht schön, wenn man gar nichts bekommt. Ich hab schon alles. Ich wüsste da was. Aber das ist ein bisschen verrückt. Oh, was ist denn heute schon verrückt? Es ist schwer zu finden und es kommt nur ganz selten vor. Ja, jetzt wird's ja richtig spannend. Ja. Man kann es nicht kaufen. Na dann klauen wir es. Sag schon, was es so hat. Aber du darfst mich nicht auslachen, ja. Zwiebelchen, würde ich nie machen. Ein goldenes Herz. So, stell dir mal vor, ich so, aber mit einem goldenen Herzen. Und das wäre auch super, super. Siehst du, du findest das lächerlich idiotisch und grotesk. Nein, ich habe mich nur gefragt, wo ich überhaupt eins auftreiben könnte. Na, es soll Menschen geben, die ein goldenes Herz haben. Ja, und so ein Menschen willst du dann aufschneiden, oder was? Ja, klar. Was denn sonst? Sie sucht jemand mit einem goldenen Herz für ihr Jubiläum. Hm? Hast du denn gefunden? Ja, aber ich weiß nicht, ob Ihre Frau zufrieden sein wird mit meinem Fund. Sag schon!
woher weißt du das, Herr Zeit? Ja, die ist doch die Einzige, die sich um die schwachsinnige Großmutter kümmert. Doch. Ah, die ist hin und wieder ein bisschen verwirrt. Mehr nicht. Na ja. Spazieren gehen, waschen, Arschloch putzen, füttern, fäusen, anziehen, Uno spielen, Nase schneuzen. Zum Teufel, das stimmt. Eltern merken manchmal nicht, dass ihre Kinder Juwelen sind. Scheiße, Halleluja, Jüdchen. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Na, sag denn mir, hilfst du mir kurz? Nun, was hat das zu bedeuten? Nun, sie auf den Tisch zu legen. Auf den Tisch zu legen. Leg sie mir auf den Tisch. Doch will ich sie gleich aufschneiden. Nein, das ist nicht die Zeit.